Heute ist Samstag und das bedeutet, heute gibt es mal eine kurze Folge Tipps. Heute geht es um hier diese Hohlmaschine und zwar ein ganz, ganz essentieller Tipp, wie ihr eure Messer länger scharf bekommen könnt oder wie sie länger scharf bleiben und ihr sie gleichmäßig abnutzt. So, als erstes richtet man ja normalerweise ein Stück Holz ab und dafür baue ich es mal schnell ab. So, wir haben die Maschine jetzt umgebaut als Abrichte und ihr seht, dass ich immer oben auf der linken Seite hobel. Das ist auch der eigentliche Tipp, um den es heute geht. Wenn ihr etwas abrichtet und ihr könnt euren Anschlag verschieben, dann ist der natürlich mega praktisch, der Tipp. Versucht dann, wenn ihr etwas abrichtet, immer oben auf der linken Hälfte vom Tisch abzurichten. So habt ihr erstmal sehr, sehr viel Messerbälle verdeckt, schon mit dem Anschlag. Den Rest könnt ihr dann hier mit eurem Blattschutz einfach tun. Und so ist es erstens mal sicherer und wenn ihr abrichtet, benutzt ihr einfach mal nur die ganzen Hobelmesser auf dieser linken Seite. Wenn ihr es abgerichtet habt, könnt ihr das Ganze hier wieder festmachen und könnt die Maschine ja natürlich wieder hochklappen. Und jetzt kommen wir zu diesem einfachen, aber auch genialen Tipp. Wenn jetzt etwas durch die dicken Hobelmaschine führt, macht das auf der anderen Seite. Das bedeutet, hier richtet ihr ab und hier hobelt ihr etwas auf dicke. Das hat einfach den Vorteil, dass ihr dann beim Abrichten die Messer hier abnutzt und beim auf dicke Hobeln die Messer auf dieser Seite abnutzt. Auf jeden Fall habt ihr auch noch beim Abrichten, wie gesagt, den Vorteil, dass ihr hier die Messer nicht so weit rausstehen habt. Das ist auch ein ganz großer Vorteil und wenn ihr das dann auf dicke hobelt, nutzt ihr auch die Messer auf dieser Seite. Richtig genialer Tipp, der Dominik, das ist auch ein Schreiner, der hat mir den damals gegeben, bin ich auch super dankbar für. Und jetzt hätte ich gerne von dir, wenn du auch solche Tipps rund um die Werkstatt hättest, schreib mir die doch gerne mal in die Kommentare oder du kannst mir auch gerne eine Mail schreiben, schau einfach mal in die Videobeschreibung, da kannst du deine Mailadresse finden und wenn du einen Tipp hast, den du mir erklären möchtest, wo ich super dankbar drüber wäre, kannst du mir den einfach gerne zuschicken. Schreib mir mal gerne in die Kommentare, ob du, vielleicht bist ja ein Schreiner, ob du den Trick schon kennst oder ob du den jetzt auch beim nächsten Mal so anwendest. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video, sage ich mal, ciao.